Sie sind hier, vergrößern, verkleinern. Augsburg-Torjäger Alfred Finnbogason fällt gegen den FC Bayern wohl aus. Urheberrecht Getty Images. Der FC Augsburg ist vor dem Bundesliga-Duell mit dem FC Bayern von Personalsorgen geplagt. Auch Top-Torjäger Alfred Finnbogason wird wohl ausfallen. Abstiegskandidat FC Augsburg muss im Heimspiel gegen Rekordmeister Bayern München am Freitagabend ab 20:30 Uhr im Live-Ticker wichtige Leistungsträger ersetzen. Ebenso wie der gesperrte Kapitän Daniel Bayer stehen nach Angaben von Trainer Manuel Baum auch die angeschlagenen Torjäger Alfred Finnbogason und André Hahn aller Voraussicht nach nicht zur Verfügung. Auch die Rückkehr von Abwehrchef Geoffrey Gouvelet-Houff sei noch nicht sicher. Fragezeichen stünden zudem hinter den Einsätzen der Mittelfeldspieler Jan Moravec und Yachiel Olcou. Weiterhin fehlen Julian Schieber und Kilian Jakob. Baum trotz Ausfällen zuversichtlich. Trotz dieser Personalprobleme sieht Baum dem Duell mit dem Titelverteidiger zuversichtlich entgegen. Wir werden trotz der Ausfälle 1100%ig fitte und willige Spieler auf dem Platz haben. Wir müssen am Freitag 90 plus x Minuten marschieren, mit dem Sport 1 Messenger keine News mehr verpassen, hier anmelden. Anzeigebaum erinnerte an den guten Auftritt seiner Elf beim 1:1 in der Hinrunde in München. Wir konnten dem FC Bayern im Hinspiel Paroli bieten und einen Punkt aus der Allianz Arena entführen, also warum sollte am Freitag nicht auch was drin sein? Die Vorzeichen vor dem Hinspiel waren ähnlich wie jetzt. Jetzt das aktuelle Trikot des FC Bayern oder FC Augsburg kaufen. Hier geht's zum Shop. Anzeige Rückendeckung erhielt der zuletzt angezählte Coach von Bayer. Manuel Baum ist unser Trainer und hat das Sagen, sagte der 34-Jährige im Interview mit Eurosport. Auch vom neuen Co-Trainer Jens Lehmann ist Bayer überzeugt, sein Name, seine Aura. Punkt. Er ist jemand, zu dem man aufschaut und dem man zuhört.